Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist für euch der Thorsten. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg. Hör auf zu hupen, Mann. Wir sind immer noch auf dem Weg von Berlin nach Helsinki. Bis hierher haben wir unsere wahre Heile bekommen. Haben noch ein bisschen was vor uns, 1257 Kilometer. Mal sehen, ob ich die jetzt komplett durchfahre. Danach werde ich dann auch mal versuchen, nochmal neue Mods zu installieren. Hab so einen Tipp gesehen in einem YouTube-Video bezüglich einer Map-Erweiterung. Allerdings die Versionen, die ich bis jetzt reingepackt habe, haben irgendwie immer zum Absturz geführt und ist natürlich weniger sinnvoll. Ich habe jetzt noch eine andere Variante entdeckt und da wollen wir mal gucken. So, ich glaube, wir waren mit der Fähre noch nicht gefahren. Also müssen wir erstmal gucken, wo wir hin können. Wir können nach Trelleborg, das ist auf jeden Fall. Wie heißt das hier? Port Svinje. Okay, lassen wir es. Mann, ist eben kein Russe. Auf Bresche. Entschuldigung. So, Kaffee steht auch gleich nebenan hier. Happy New Year 2017, ja. Wenn jemand einen vernünftigen Wintermod kennt, irgendwie einen guten, obwohl Winter ist ja auch bald vorbei, schon wieder grün draußen, ruhig melden. Ja, genau. Und wir fahren auch ready to run. Ready to rumble. Juhu. Irgendwie sitze ich ein bisschen komisch hier so. Halt, fahren wir da nicht. Junge, Junge. Wenn man sich richtig hinsetzt, sollte man das Lenkrad. Ja, und das Lenkrad nicht festhalten kann, sollte man anhalten. Eine Kuriosität, die ich vom Pater, nee, die ich gestern entdeckt habe, ich habe das dann auch gefilmt. Gibt einen kurzen Clip. Da fährt mit mal ein Flugzeug über den Bürgersteig. Keine Ahnung warum, was der da tut. So, Trelleborg, das kennen wir doch, diese Ecke hier. Das ist immer diese berühmte. Hoppla. Mal diese berühmte Links-Rechts-Kombination hier. Da kommt ein Tiefflieger. Ach, der fährt ab. Wie schön. Können wir ja fahren. So, es sind jetzt noch 1076 Kilometer. Ah, ich finde diesen Motorenmod finde ich richtig gut. Der klingt, ja, klingt nach Kraft, sagen wir mal so. Hoppala. Guck auf die Straße, Herr. Von und zu. Ja, ich musste dann eben mein Google-Konto schützen. irgendjemand von Duisburg hat versucht, sich dort anzumelden. Ja, kein Schimmer. Wird mal eben das Passwort geändert, dann passt das. Also mit Duisburg oder die Ecke habe ich nichts zu tun. Von daher kann ich mich dort auch nicht anmelden. Ja, und wir sind heute Morgen vorbildlich. Wir blinken. So, hier können wir den Blinker wieder ausmachen. Ist das ein Duster hier? Kommt nix. Auf geht's. Also wir haben gleich nochmal eine Fährtour vor uns. Ich weiß jetzt nicht, wie lang die ist. Aber naja, 1045 Kilometer ist auch nicht mehr die Welt. Kann natürlich sein, dass ich da zwei Videos von mache. Ich habe das nicht immer so im Zeitplan. Von daher werden meine Filmchen meistens zu lang. Und ihr merkt schon, ich bin wach, ich bin ausgeschlafen. Mein Mundwerk läuft wie ein Scania-Motor. Sehr gut. Ah, was ist? Hast du kämpfen oder was? Das kann ich verstehen. Ja, die Kohle fließt auch schon wieder.
fast 127 Millionen Euro auf dem Konto. Das ist schon nicht schlecht. Was bremst ihr jetzt hier rum? Was immer praktisch ist, wenn man es bis zu einer Fähre schafft, dann kann man dort während der Überfahrt schön ausschlafen. Es wird echt Zeit, dass ich mal mein Lenkrad installiere und austeste. Hier geblieben. Na, hätten wir drüben bleiben sollen? Nee, alles gut. Hauptsache, ich düse heute nicht wieder irgendeine Leitplanke hoch. So, ich finde immer, wenn man so unter 1000 Kilometer ist, dann ist so das Ende eher abzusehen. Obwohl das auch noch sehr lang werden kann, immer. Jedenfalls, wenn ich am Ziel bin, werde ich nachher nochmal die andere Karte ausprobieren. Dann auch mal sehen. Jetzt das Blinken vergessen, egal, eh keiner. Entschuldigung. So, und ja, was wirklich schön, wenn man so eine richtig schöne Wintermod, die auch so ein bisschen die Straßen weiß macht. Das ist ja alles irgendwie, ja, also da werde ich auch noch mal suchen. Und ich denke mal, bis Februar oder so oder Mitte Februar, Anfang März werde ich dann auch den Schnee lassen. Das ist ja doch irgendwo mal ganz witzig. Aber das ist mir ein bisschen wenig eigentlich irgendwo. Es ist zwar schön, dass Frost die angepasst ist, aber wie ist das eigentlich bei dieser Kartenmod? Wenn ich das System lade, obwohl es eigentlich für die neueste Version ist, stürzt der ganze Kladderadatsch ab. Muss ich eine bestimmte Reihenfolge dann einhalten beim Laden oder wie ist das? Dass er zum Beispiel sagt, okay, ich kann nicht als erstes geladen werden, sondern ich brauche erstmal gut Standard-Map sowieso. Anschluss daran die Pro-Mods und die RAS-Map. Ich werde es einfach mal testen. Weil irgendwie finde ich das schon komisch, obwohl ich gestern eine hatte, angeblich aktualisiert getestet, aber auf der 1.25, das ist dann so eine Sache. Wir sind bei 1.26.3. Ja. Vielleicht mache ich demnächst auch mal einen Multiplayer, mal gucken. Livestream wäre auch mal was, aber ich habe noch keine Ahnung, wie das mit der Facecam zum Beispiel geht und ob ich mein Bild da überhaupt dann einschanzen sollte. Wer will mich schon sehen? Wir kommen hier aber geschmeidig voran. Ja, ich freue mich schon echt auf die neuen LKW von Scania und bin wirklich gespannt und vor allen Dingen auch, wie man die so ein bisschen dann schicker machen kann.
nur diesen ollen Mercedes, den suche ich immer noch. Das ist, ich weiß nicht, diese Typenbezeichnung. Hatte letztens einen Mod. Ja, er ist in der im Shop zu sehen. Aber in dem Moment, wenn ich ihn kaufen will, stürzt alles ab. Hier waren wir irgendwie noch nie. Da habe ich mich irritieren lassen. Also hier geradeaus sind wir offensichtlich noch nicht gefahren. Also ich weiß es nicht. So, Fahrbahnverengung. Aber ich bin vorne. Uiuiuiui. Vielleicht werde ich auch mal so eine Real Traffic Mod ausprobieren, um da so diesen, ja, diesen KI-Verkehr so ein bisschen anzupassen. Mal schauen. So, das heißt, bei einer Rush Hour ist dann natürlich auch mehr los. Noch mehr Rüpel. Muss man halt mal sehen. So, schon irgendwo eine Fähre ausgeschildert? Nö. Sprit brauchen wir auch noch nicht. Alles gut, da können wir doch geschmeidig reisen. So, rechts war dann, ja, rechts sind wir schon mal gewesen. Vielleicht auch schon mal auf dieser Autobahn, weil irgendwo war an der Stelle dann die Welt für uns zu Ende, wie das aussieht. Da muss also nachträglich dann doch umgebaut worden sein, sodass eben dieses Stückchen fehlt, weil da oben ist auch wieder links und irgendwie fehlt die Anbindung zwischen diesen beiden Stücken. So, jetzt müssen wir auf uns wieder. Das wird gefährlich mit dir hier. Den lassen wir mal lieber. Und so. Also manchmal habe ich so das Gefühl, bei der KI, das interessiert die überhaupt nicht, ob man blinkt oder nicht. Die fahren gnadenlos ihren Weg. Du musst echt aufpassen, dass sie dir die Karre nicht klein fahren. Vorne ist ein Ortschaft, da fahren wir dann irgendwie durch. Muss auch nicht blinken, wa? Gut, tue ich ja auch nicht. Warum also andere? So, wir dürfen 90 fahren, da arbeite ich mich jetzt gerade noch dran irgendwie.
Ich glaube, bei den Reifen, da muss ich noch mal gucken. Irgendwie was Spritsparenderes oder so. Ups. Bring bloß mein Paket heil ans Ziel. Jetzt gibst du Gas. Egal. So, wo müssen wir hin? 737 Kilometer noch. Und ich weiß, wir haben noch eine Fährverbindung dabei. Sechs Uhr acht, das scheint etwas nebelig zu sein. Finde ich auch gut, mal was anderes. Also nicht immer so dieses Topwetter. Müsste man vielleicht noch ein bisschen mehr drauf eingehen, so auf diese Wettersituation. Ich meine, nur Regen ist langweilig, aber dass man jetzt im Winter, dass es wie gesagt auch mal schneit oder das ist hier bei Frost, die offensichtlich auch so ein Ding. Ich habe, wenn mal Niederschlag kommt, sondern so eher das Gefühl, dass es Schneeregen, aber wirklich reiner Schnee habe ich so noch nicht erlebt. Was macht ihr denn hier? Oh, seid ihr denn behämmert oder was? Hey. Kann ja einfach stehen bleiben. Gefühl, als wenn ich in Deutschland wäre. Das ist vielleicht ein deutscher Trucker gewesen, wer weiß. Leute, ich überhole euch gleich auf dem Standstreifen. Echt. Was wird das hier, wenn es fertig ist? Ja, schon wieder. Vor allem, wenn ich so scharf bremsen muss, dann muss ich anschließend immer die Pfeil-Runter-Taste aus der Tischplatte pulen. Das kann ja wohl nicht sein, sowas. Hätten wir aber bald im Spinat gesessen. So, wir bleiben auf dieser Strecke immer noch. Können wir ein bisschen rüberfahren? So. Ja, hier ist irgendwie alles Mögliche geändert worden. Da fehlen mir so Ansatzstücke. Vielleicht sollte ich hier mal Karussell fahren bei Gelegenheit und das Ganze mal so abarbeiten, wie man so schön sagt. Ja, es ist ja bei Steam, dass man so Auszeichnungen bekommt, wenn man zum Beispiel eine Map komplett untersucht hat und so weiter. Aber ich denke mal, in diesem Moment, wenn man diese Pro-Mods damit drauf hat und hier ein Add-on und da ein Add-on und das ist Utopie, das hinzubekommen. Das, was vorher komplett voll war, da fehlen jetzt plötzlich wieder Stücke und sei es nur ein Stück auf der Tankstelle. Das voll zu kriegen, das ist, glaube ich, ja, das kann man dran geben an der Stelle. So, 646 Kilometer, Mann, das ging jetzt schneller als gedacht eigentlich. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir diese Tour jetzt hier gleich zu Ende fahren.
Ich weiß auch nicht genau, wo wir auf die Fähre fahren, weil eine kommt definitiv noch, das weiß ich. Ja, der Berufsverkehr hat eingesetzt. Also es sind doch einige, die samstags morgens um 7.10 Uhr zur Arbeit müssen. Bin ich beruhigt, bin ich nicht der Einzige. Wobei man bei meinem Job teilweise wirklich streiten kann über Sinn und Unsinn von einem Support für eine Webseite. Ich sage jetzt mal Sonn- und Feiertagen. Ja, das ist, meistens rufen die an, die von ihrem Computer im Prinzip nicht mal eine Ahnung haben. Ich weiß nicht, die haben in der Woche auch Zeit. Also absoluter Mumpitz an der Stelle. Aber okay, da hilft nur neuen Job suchen. Das ist echt neblig hier, ey. Cool. Es erinnert mich so ein bisschen so an die Zeit, wo ich noch nicht in Berlin gewohnt habe. Das ist also, ja, ist locker 20 Jahre her, wenn ich dann morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren bin. Das war also ländliche Gegend. Und ja, auch so im Herbst oder im Frühling, wenn man morgens da lang gefahren ist, du hast dann diese Nebelschwaden auf den Äckern gesehen. Und wenn das dann schon einigermaßen angenehm warm war, das ist also richtig herrlich. Ich habe das geliebt. Das ist so. Ja, und ich finde, selbst hier beim Spiel, da kommt dieses Gefühl irgendwo hoch. Das sind irgendwo Erinnerungen und man kann das fühlen, wie das ist. Ich mag das. Ich glaube, ich werde auch Trucker. Wobei das ja heutzutage absolut in dem Sinne kein Traumjob mehr ist. Nur bei diesem. Das Fahren an für sich okay, aber so diesen Termindruck, den die Jungs haben, das ist schon. Habe ich den jetzt geknutscht? Es ist schon extrem, dass man da einfach nicht mehr die Zeit hat, dass man sagen kann, okay, komm, es geht einfach zur Sicherheit. Man kann diese Strecke im günstigsten Fall eben in 5 Stunden schaffen. Wenn es dann 6 Stunden dauert, ist auch egal, ne? Und das ist irgendwo, weiß ich nicht. Ich finde sowieso, wenn ich mir die ganze Welt so anschaue, es ist heutzutage, was Termine und Zeit angeht, ist alles ein bisschen too much. Die Leute werden verheizt. Ich sehe es bei uns in der Firma, Krankheitsquoten ohne Ende. Ja, das heißt, die anderen, die dann verbleiben und noch gesund am Start sind, die müssen natürlich dann diese Arbeit mitmachen. Logisch. Aber da kommt nicht einer auf die Idee, mal zu fragen, okay, wir haben hohen Krankenstand, warum ist das so und wie können wir gegensteuern? Na, stattdessen wird also immer mehr gepowert, ihr müsst immer mehr schaffen und hoppala. Ja, es ist, weiß ich nicht. Vor einiger Zeit meinen Bericht gesehen, wo es dann hieß, amerikanische Unternehmen haben schon längst erkannt, dass eben nur ein gesunder Mitarbeiter ein guter Mitarbeiter ist. Und da wird halt dann auch alles für getan. Ja, und meine Güte, und wenn ich wirklich so eine Support-Hotline oder sowas habe, ja, ich meine, ihr habt sicherlich alle schon mal bei einer Hotline angerufen, sei es bei eurem Internetanbieter oder sonst wo. Man moniert dann, warum die teilweise unfreundlich sind. Warum man abgewimmelt wird. Es ist also tatsächlich so, dass du für die Gespräche eine bestimmte Zeit zur Verfügung hast. Ja, bei uns zum Beispiel sind es 290 Sekunden, dann sollte ein Gespräch im Schnitt abgehandelt sein. So, es fängt aber meistens schon damit an, dass der Kunde, wenn er anruft, nicht mal seine Kundennummer parat hat, da erstmal suchen muss, ja, und dann hast du die Hälfte der Zeit schon weg.
So, und wenn er dann mit seinem Rechner noch nicht klarkommt, es sind einfach Dinge, die auf normalem Wege, wenn du vernünftigen Support leisten willst, nicht zu schaffen sind. Genauso ist es bei den DSL-Anbietern auch. Die haben zum Beispiel, was weiß ich, 6 Minuten Zeit im Schnitt für so ein Gespräch. Und da fragt man sich, wie soll das funktionieren, wenn da verschiedene Sachen zu tun sind, wenn das System alleine schon 3, 4 Minuten braucht, um irgendeine Messung durchzuführen. Das kann nicht funktionieren. So, und dann kriegst du diese Bewertungs-E-Mails. Ja, alle Fragen beantwortet oder konnte das Problem gelöst werden oder sonst irgendwas. Klickst du da Nein an, weil meinetwegen einfach nur erstmal eine Störung aufgenommen wurde, die noch bearbeitet werden muss, dann hat der Agent, der im Hintergrund sitzt, der hat verloren. Der kriegt dafür nichts mehr an Kohle. Der muss also zusehen, dass er diese Negativbewertung wieder ausarbeitet. Ja, und dass dann teilweise wirklich die Support-Mitarbeiter arg unfreundlich sind, das kann man verstehen. Man meint immer so, auch das bisschen sitzen und telefonieren kann ich auch. Aber ich sage euch, wenn ihr so 60, 70, 80 Calls am Tag gemacht habt, einer nach dem anderen, das ist schon Hammer. Aber gut, ich will mich nicht über meine Arbeit hier ausweinen. Aber vielleicht mal dran denken, wenn ihr das nächste Mal irgendwo anruft, sei es DHL bei eurem Internetanbieter oder sonst irgendeinem Support. Na, ich sehe es zum Beispiel auch im Second Life. Jeder mault rum. Oh, jetzt habe ich mich verfahren. Jeder mault rum, wenn irgendwas nicht funktioniert. Aber was da für eine Arbeit hintersteckt, dass diese Systeme größtenteils aber auch laufen, das wird nicht honoriert. Hier mal rausfahren, da kommen wir auch nicht weiter, oder? Ich probiere das einfach mal. Das ist schon wieder die falsche Abfahrt. Ja, ich kann aber nicht auf der Autobahn wenden, Mann. Mal abgesehen davon, dass hier nicht mal ein Loch in der Leitplanke ist. Aber er hat den Pfeil gewechselt. Von daher könnte das funktionieren. Gucken wir mal. Die Kilometer werden jetzt mehr. Schade. Gibt es hier irgendwas, wo ich illegal umdrehen kann? Da vorne ist was, da kann ich rüberziehen. Fahre ich mal runter. Ich glaube nicht, dass das Navi das erkennen wird. Nee, das Navi sagt einfach nur zurück. So, lässt du mich vor, das ist cool, Dankeschön. War die Leitplanken mitgenommen? Du würdest mich niemals vorlassen, ich weiß, aber es kommt jetzt auch gerade keiner irgendwie. Wenn ich gerade einer angerast kommt, dann fahre ich jetzt mich hier einfach mal rum. So, und schon sind wir wieder auf dem richtigen Kurs, haben jetzt ein paar Kilometer verplempert.
Junge, ich weiß, das war jetzt nicht, nicht gemäß der Straßenverkehrsordnung. Aber egal, wir haben Zeit verloren. Wir müssen das wieder reinholen. Und ich habe so das blöde Gefühl, als wenn wir irgendwo auch noch unterwegs pennen müssen, dass wir das nicht mehr bis zur nächsten Fähre schaffen. So, wo wollten wir mit dem Ganzen hin? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, fahren wir dorthin, wo die Sonne untergeht, nach Helsinki. Verwunderlich auch noch keinen Schaden am Trailer, aber gut. Wir haben noch 500 Kilometer vor uns, das kriegen wir noch hin. Oder die KI. Wenn ich so weiterfahre, eher ich. Ja, wir haben heute den Trailer mehr oder weniger passend zum Fahrzeug. So, jetzt nicht schon wieder verhauen hier. Und wir bleiben hier. Jetzt wird ein Schuh draus. Wunderbar. Ja, ich denke, wir bis zur Schere, genau. Bis zur Fähre schaffen wir es doch noch. Ohne das meiste anfängt zu gehen, obwohl bei dem weiß man nie. So, Kreisverkehr. Sollten blinken, müssen hier direkt wieder raus. Hast du denn für ein Kennzeichen? ABE 115. Aha. Eiskaffee. Ah, diese Ecke kenne ich. Hier habe ich in der Regel nichts mehr zu befürchten. Sei denn, hier wird mal ausgebaut. Es wäre echt ein Ding, wenn mir hier mal einer entgegenkommen würde. So, wir fahren hier rum. Ist das korrekt? Ah, Tuborg, Tchibo auch am Start. Tchibo hat die Kaffeepreise angehoben. Um, ich glaube, 50 Cent. Naja, Gott. Bei zwei Tüten Bohnen im Monat macht das einen Euro aus. Das ist jetzt nicht die Welt. Wenn das allerdings alle machen, für alle Lebensmittel, dann wird es arg teuer. Dann reicht mein Lohn nicht mehr aus. Dann muss ich verhungern, dann, aber dann mache ich hier einen Spendenaufruf. Das ist so. So, und dann werde ich sehen, entweder die Leute spenden, damit ich am Leben bleibe. Oder aber die sagen, nö, wenn er nichts zu fressen kriegt, gibt es auch bald diese dummen Videos nicht mehr. Ja, das kann natürlich sein. Was hast du denn da? Köln-Flocken? Jo. Haferflocken. So, Eingabetaste. Von Stockholm nach Turku. 11 Stunden, da kann er wieder schön ausruhen. Da braucht man keine extra Pause zu machen.
Kostet uns 800 € auf was. So. Ja, ich habe einen i5-Prozessor drin. Manchmal scheint er mir etwas langsamer zu sein. Ich weiß nicht, was andere für Maschinen haben. Aber ich date oder ich aktualisiere immer dann, wenn ich meine, mir persönlich ist er zu langsam geworden. Und dann auch nicht alles, weil, ja, bei meinem tollen Job, so, der Verdienst ist dann nicht unbedingt vorhanden. Ich meine, insgesamt, wenn ich jetzt von den Neupreisen ausgehe, kostet mein Rechner auch so ein bisschen an, so etwa an die 1.000 €. Das ist also, ne? Komischerweise, ich habe gestern mal bei Amazon geguckt, ist meine Grafikkarte teurer geworden. Ich habe sie für 160, 164 gekauft. Im Moment kostet es sogar 274. Ob das jetzt nur vom Händler so gewollt ist oder ob das wirklich so ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber ja, nee, aber wie gesagt, wenn da mal so ein Prozessor oder sowas rein muss. Meiner hat mich 184 € gekostet. Ein i5 mit 4 mal 3,2 hat er, glaube ich. Und ach, es läuft eigentlich flüssig. Auch jetzt, wo ich im Hintergrund aufzeichne. Die haben ja aber auch Kanten eingebaut. Hundertachtundzwanzig Kilometer noch. So, Freunde, die machen wir noch zu Ende. Dann werde ich gleich mal die Map antesten. Wie sieht's denn hier aus? Kommt da? Oh ja. Kann ich mich reinmogeln, ehrlich? Es ist freundlich. Es ist wirklich freundlich. Das vom Busfahrer. Oder der plant den nächsten Angriff. Das kann natürlich auch sein. Bei Busfahrern weiß man nie, die sind gefährlich. So, der Meute hinterher. Wartet doch mal auf mich, Mann. Immer diese Raser. Doch Angst hier alleine. So, 122 Kilometer noch. Noch keinen Schaden an der Ware. Am LKW den normalen Reifenverschleiß, Motorenverschleiß und so weiter. Auch mal gespannt, ob man irgendwann einen neuen LKW kaufen muss, weil eine Reparatur einfach nichts mehr bringt oder sowas. Weil er zu alt ist. Genau, fahrt alle tanken. Ich werde noch nicht tanken. Bin mir auch nicht sicher, ob wir in der Stadt, wo wir jetzt hin müssen, eventuell sogar schon eine Garage haben. Dann kann man da nämlich ganz prima tanken. Das ist nämlich günstiger. Und ich denke mal, die letzten 100 Kilometer schaffen wir noch. Und dann wird mit der Map experimentiert. Entweder sie funktioniert und sie oder sie funktioniert nicht. Und ich werde noch mal nach einem Wintermod schauen, der auf der 1.26.3 funktioniert.
Geblitzt haben sie uns auch noch nicht. Das wird eigentlich auch noch mal Zeit. So ein Erinnerungsfoto von der Fahrt. Ja, sehr geschmeidig diesmal. Gestern Morgen auf die Leitplanken geballert und heute läuft das wie geschnitten Brot hier. Cool, so macht das Spaß. Ein Baum mitten auf der Straße. Es ist nur gut, dass man dann durch die durchfahren kann, ohne dass man einen Schaden bekommt. Muss ich jetzt noch mal, wenn man sich jetzt überlegt, okay, da ist ein Baum, ich fahre davor und dann habe ich da 10% Schaden am LKW oder sowas. Ladung ist auch kaputt. Dann wäre das natürlich nicht so schön. Und so kann man es verschmerzen. Das ist ja hin und wieder mal und ich denke mal, so nach und nach wird es auch dann behoben. Ne, die Pro-Mods ist schon ein schönes Ding. Bin auch gespannt, wie viele Lafrancs haben sie ja jetzt mit drin. Wenn dort die nächsten Updates kommen, das heißt, dass man das dort auch noch so ein bisschen schick gemacht hat. Was dann da noch so. Also ich finde das eigentlich schön, also recht lebendig, was die da zaubern grafisch. Na, so kommt man mal an einer Unfallstelle vorbei oder diese riesigen Baustellen. Das ist ja alles das, was in dieser Standard-Map gar nicht drin ist. Oder weniger drin ist. Nicht so aufwendig. Hier war ich schon mal. Diesmal fahre ich geradeaus weiter. Das sind aber auch Kreisverkehre hier. Mann, Mann, Mann. Wobei ich mich frage, was eigentlich billiger ist. Dieses Gedöns hier oder diese, ich sag jetzt mal, Kleeblätter. So, eigentlich müssten wir gleich schon so langsam, was? 7 Kilometer noch? Wo ist denn die Zeit? Moment mal. Auch Helsinki haben wir eine Werkstatt. Wo sind die Kilometer jetzt auf einmal hin? Habe ich geschlafen? Das jetzt gar nicht so schnell mitbekommen. Aber du hättest uns jetzt aber auch noch mit durchlassen können, Mann. Außerdem sehe ich die Ampel jetzt nicht mehr. Was ist denn das für ein Käse? Ich warte einfach, bis da einer hupt. Ist jetzt doof. Oh, siehst du? Ist schon grün. Aber auf die KI ist kein Verlass. Wenn sie hupen sollen, dann tun sie es nicht. Ansonsten haben sie immer die Fresse breit. So, die letzten Kilometer. Wir wollen jetzt nicht noch irgendwas kaputt fahren. Das muss jetzt nicht mehr sein. Wir haben es bis hierher geschafft, heile ans Ziel zu kommen. Die schalten ihre Ampeln auch pünktlich ab. Wir fahren geradeaus weiter. Was macht ihr um 0 Uhr noch auf der Straße? Ach so, feiern gehen Samstag. Ja, nee, ist klar. Sind ja nicht alle so bekloppt wie ich und arbeiten, ne? Kann ich verstehen. Ja, schön. Soll ich da durch die Leitplanken schubbern oder was soll ich machen?
könnten wir. Ich link einfach mal hier. Vielleicht können wir hier diese Einfahrt so ein bisschen wenden, ohne dass uns einer unseren Kram kaputt fährt. Da habe ich gepennt. Nee, da kannst du gar nicht durch. Das ist. Oder doch? Oder wie? Oder was? Das ist diese tolle Hofeinfahrt. Okay. Warnblinker an. Hier muss ich irgendwie. Ich hasse diese Hofeinfahrten hier. Gleich steckst du mit dem Trailer in der Wand. Yeah. So, mal schauen, wie wir es mit dem Einparken haben. Yeah! Mann, das ging besser als gedacht. Ja, in diesem Sinne, wir haben es geschafft. Wir sind eine Legende. Wir haben ein Level-Up gemacht. Sehr schön. Vielleicht gibt es jetzt auch mehr Kohle, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, wir haben es hinbekommen. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.